Hallo ihr Lieben, willkommen im Karma Café. Heute soll es gehen um den Unterschied zwischen Traumas und Hangovers. Was ist ein Trauma? Ein Trauma ist eine emotionale oder mentale Wunde, die noch nicht geheilt ist. Wo kommt ein Trauma her? Es kommt aus von einem spezifischen Ereignis, das jemand einmal erlebt hat, der dieses Trauma hat. Und dieses Ereignis hat einen klaren Anfang, ein klares Ende. Zum Beispiel, es gab vielleicht in der Kindheit eine Begegnung mit einem Hund und der Hund war böse, hat gebissen, das hat wehgetan, hat eine körperliche Wunde hinterlassen, aber es hat auch eine emotionale Wunde hinterlassen und seitdem hat man Angst vor Hunden. Ein ganz einfaches Beispiel. Was ist dagegen ein Hangover? Ein Hangover ist ein chronischer Zustand, sich müde zu fühlen, schwer zu fühlen, ein chronisches Gefühl der Niedergeschlagenheit. Und dieses chronische Gefühl der Niedergeschlagenheit, Gefühl von wenig Energie, das kommt nicht von einem einzelnen Ereignis wie beim Trauma, sondern von langen Perioden niedriger Energie, der Depression, der Unterdrückung, des Eingesperrtseins oder der Schwäche und oder Krankheit. Kann auch von langen Perioden der Langeweile, der Bedeutungslosigkeit oder der Sinnlosigkeit kommen. Also das heißt, ein Trauma ist wirklich eine psychische Wunde, emotional, mental oder spirituell, und Hangover sind die, wie eben der Begriff Hangover sowie der Begriff Kater, da kommt es ja auch her, ist quasi als Metapher verwendet. Es ist quasi der Nacheffekt von etwas und in diesem Fall nicht wie beim Kater von zu viel Alkohol trinken, sondern in diesem Fall von einer längeren Periode hoher Frustration. Also nicht von einer einzelnen Wunde. Ein Beispiel. Wenn ich in einem früheren Leben eingesperrt war, ich bin vielleicht in jungen Jahren für irgendetwas verhaftet worden und bin in den Kerker gekommen und habe den Rest meines Lebens da im Kerker gesteckt. Ohne Ausweg, ohne Sinn. Man hat mich am Leben erhalten, aber das war auch alles. Dann kann es sein, dass diese sehr lange Zeit, diese sehr lange frustrierende Zeit der Niedergeschlagenheit im heutigen Leben noch Auswirkungen hat in Form so eines Hangovers. Man fühlt sich auch heute noch niedergeschlagen und man weiß gar nicht, wo es herkommt. Und das kann eben dann daher kommen. Es kann auch in diesem Leben was sein, zum Beispiel, man hatte eine Kindheit, in der die Eltern, weil sie ihre eigenen Schwierigkeiten hatten, vielleicht sehr unberechenbar waren. Man musste als Kind immer aufpassen, was als nächstes vielleicht passieren kann. Die Eltern waren einfach nicht so richtig einzuschätzen. Mal waren sie nett, mal waren sie nicht nett oder auch nur ein Elternteil. Und immer mal wieder haben die Eltern auf irgendeine Art durchgedreht, haben irgendwas gemacht, haben einen für irgendwas bestraft, wofür man sonst nicht bestraft wurde oder so. Man musste also immer auf der Hut sein. Und es sind mehrere Traumen passiert. Wenn dann vielleicht Bestrafungen kamen, dann war das auch traumatisch. Das ist aber häufig passiert. Das war quasi schon Standard. Und man war nicht frei. Man war die ganze Zeit wie eingesperrt, wie ein Gefangener, der eben auch noch aufpassen muss, was jetzt als nächstes passiert, immer auf der Hut ist. Und was davon dann eben zurückbleiben kann, ist auch so ein Hangover. Also, dass man sich niedergeschlagen fühlt, dass man sich ausgelaugt fühlt und man nicht so richtig weiß, wo es herkommt. Es ist dann eine Nachwirkung aus dieser Zeit.
Wenn man jetzt mit Menschen arbeitet, was ist der Unterschied darin, mit einem Menschen zu arbeiten, der ein Trauma hat und jemand, der einen Hangover hat? Ein wichtiger Unterschied ist, man muss mit dem Hangover anfangen. Weil das Hangover führt dazu, dass man einfach einen niedrigen Energielevel hat und das muss man erstmal ändern. Ansonsten kann es schwer sein, überhaupt an die Traumen ranzukommen. Und dafür wird etwas gemacht, das heißt Energiearbeit. Das ist etwas, wo man quasi mit den negativen Ladungen arbeitet und die erstmal so weit entlädt, dass der Klient, mit dem man arbeitet, auf ein höheres Energieniveau kommt. Was dann beide gemeinsam haben, die Arbeit mit Traumas und die Arbeit mit Hangovers, ist, dass es in beiden Fällen wichtig ist, herauszufinden, wo das herkommt. Wo kommt das Trauma her? Wo kommt der Hangover her? Also was ist damals passiert? Das heißt, dass ein Wiedererleben, ein therapeutisches Wiedererleben notwendig ist. Wir machen also in beiden Fällen eine Regression, um herauszufinden, was passiert ist. Regression ist einfach ein anderes Wort für dieses therapeutische Wiedererleben. Und dann finden wir heraus beim Trauma, wann dieses Ereignis passiert ist, das einen klaren Anfang und ein klares Ende hatte. Beim Hangover, das ist ja über einen längeren Zeitraum, dann finden wir aber heraus, wann dieser längere Zeitraum war und was da so die Hauptthemen und die Hauptgründe waren. Das Gute ist, dass es in beiden Fällen möglich ist, das aufzulösen. Also bei einem Trauma ist es möglich, zurückzugehen, herauszufinden, wo das herkommt und dann diese negative Ladung, die durch das Trauma entstanden ist, die heute noch in einem ist, die loszulassen. Das lässt sich dann in einer Therapiesitzung machen. Und manchmal braucht man auch mehrere Sitzungen dafür. Manchmal sind auch mehrere Traumen verbunden. Aber das Gute ist, es ist möglich, dieses Trauma aufzulösen und dann beeinträchtigt es einen auch heute nicht mehr. Fürs Hangover gilt das Gleiche. Auch da ist es möglich, das aufzulösen. Es kann sein, dass es da etwas länger dauert als bei einem Trauma, weil es da ja auch um einen längeren Zeitraum geht, in dem das entstanden ist. Ja, wenn ihr das interessant fandet, dann schreibt mir gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne Fragen reinschreiben. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich freue mich auch über ein Like und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.